Vor mehreren Monaten, Anfang des Jahres, ich meine, es war im Februar gewesen, ist auf Diskurs plötzlich die Frage aufgekommen, es gibt ja nicht so richtig ein deutschsprachiges Handbuch für Web3s, wollen wir da nicht was machen? Da hat sich eine Gruppe gefunden, wir haben als Verein den Projekt eingerichtet auf Team Genealogy.net. In dieser Projektgruppe konnten sie sich austauschen, Termine vereinbaren, wie auch immer. Diese Gruppe hat sehr erfolgreich gearbeitet. Davon wollen sie heute berichten. Und Peter, du hast das Wort. Ja, vielen Dank, Bernhard, für deine Einführung. Auch von meiner Seite einen guten und vor allem für Sie als Teilnehmer einen hoffentlich interessanten Abend. Wie schon von Bernhard erwähnt, möchten wir heute Abend zum einen das Genealogieprogramm Web3s vorstellen und zum anderen auch auf unser Handbuch zu Web3s eingehen, welches zurzeit im GenWiki entsteht und welches, ich denke, mittlerweile schon einen beträchtlichen Umfang erreicht hat. Bevor wir uns aber detaillierter mit den einzelnen Funktionen des Programms beschäftigen, vielleicht kurz zur Einführung einen Überblick über die Besonderheiten des Programms. Genealogieprogramme an sich gibt es ja recht viele, welche sich unter anderem darin unterscheiden, auf welcher Systemplattform sie laufen. Es gibt Genealogieprogramme, die laufen auf einem Personal Computer, also zum Beispiel auf einem Desktop, einem Laptop oder Notebook. Es gibt andere Programme, die laufen auf mobilen Endgeräten, wie zum Beispiel einem Smartphone oder einem Tablet. Dann gibt es Genealogieprogramme, die laufen auf einem Server im Internet oder auf einem lokalen Server. Und dann gibt es noch die Gruppe von genealogischen Diensten, SaaS genannt, also Software as a Service. Und zu dieser letzten Kategorie zählen dann Plattformen wie MyHeritage, Ancestry oder auch Datenbanken wie die von FamilySearch oder WikiTree. Web3s gehört zu der Gruppe der webbasierten Genealogieprogramme, welche auf einem Server im Internet laufen oder eben, wie schon gesagt, auf einem lokalen Server. Die Unterschiede von einem webbasierten Genealogieprogramm zu einem Genealogieprogramm, welches auf einem Desktop läuft, wird später vom Bernd Schwendinger noch im Detail erläutert. Web3s entstand vor 12 Jahren als Fork, das heißt als Abspaltung von dem Genealogieprogramm PHP GetView und wird seitdem kontinuierlich durch ein internationales Team weiterentwickelt. Web3s ist eine Open-Source-Software, das heißt, der Programmcode von Web3s ist offengelegt und das Programm selbst wird kostenlos zum Download angeboten. Von Web3s gibt es derzeit über 5.800 Installationen und davon mehr als 1.600 Installationen im deutschsprachigen Raum, das heißt also in Deutschland, in der Schweiz und in Österreich. Zu den Stärken von Web3s gehört seine Nähe zum GetCom-Standard. Daher deckt Web3s auch sämtliche Kennzeichen des GetCom-Standards ab und ist auch zu den wichtigsten Desktop-Anwendungen oder Genealogieprogramm-Anwendungen kompatibel. GetCom besitzt eine dynamische Oberfläche und das macht sich natürlich in der Benutzerfreundlichkeit oder auf Neudeutsch in der Usability sichtbar. Das heißt, Web3s hebt sich hier wohltuend von anderen Programmen ab, indem es nur die Daten auf der Bildschirmmaske anzeigt, die gefüllt sind oder die zur Eingabe bereitstehen. Durch seinen webbasierten Ansatz fördert Web3s auch die gemeinsame Pflege des Datenbestandes mit mehreren Familienforschern, wie zum Beispiel das Erstellen eines Familienstammbaums gemeinsam mit mehreren Verwandten. All diese Vorteile von Web3s waren und sind der Grund, warum wir hier uns für Web3s entschieden haben. Jetzt habe ich aber schon mehrfach das Wort wir verwendet und ich denke, es wird Zeit, dass sich die Referenten des heutigen Abends selbst mal kurz vorstellen. Ich beginne einmal mit meiner Person. Mein Name ist Peter Schulz, ich bin Jahrgang 55 und bin Wirtschaftsinformatiker von Beruf und war bis vor 1,5 Jahren bei einem großen deutschen Hausgerätehersteller in der IT beschäftigt. Wie gesagt, seit 1,5 Jahren bin ich im
sage ich mal, Teilruhestand, weil ich bin ab und zu noch ein bisschen tätig für meinen alten Arbeitgeber bei bestimmten Projekten und habe auf jeden Fall jetzt ein bisschen mehr Zeit für mein Hobby als zuvor. Zur Genealogie bin ich gekommen vor über 20 Jahren, als ich von einem Verwandten gefragt wurde, ob ich seine Daten von einem nicht mehr supporteten Genealogieprogramm umsetzen könne in ein anderes, neues Programm. Das Problem damals war, dass dieses alte Programm keine GetCom-Schnittstelle hatte, aber die Daten waren in einer Datenbank verfügbar und die Datenbank konnte man über Excel auswerten. Und seit dieser Zeit, und so haben wir es dann auch gemacht, und seit dieser Zeit beschäftige ich mich also intensiv mit GetCom und mit der Datenkonvertierung von genealogischen Datenbeständen. An Genealogieprogrammen verwende ich hauptsächlich Webtree seit einigen Jahren. Auf iPad und iPhone verwende ich Mobile Family Tree von Synium Software, das ist ein deutsches Softwarehaus. Und daneben benutze ich natürlich die genealogischen Hilfsprogramme GetTool und Stammbaumdrucker. Seit 2,5 Jahren biete ich auch für Webtree-Anwender, welche sich nicht mit der Technik im Hintergrund beschäftigen möchten, ein entsprechendes Hosting-Paket an. Und unter Gen Online betreibe ich natürlich daher auch meine eigene Webtree-Anwendung. Soweit zu meiner Person und ich darf nun übergeben an Hermann Hartenthaler, welcher sich selbst vorstellen wird. Ja, auch von meiner Seite ganz herzlichen schönen guten Abend an die ganze Runde. Ich selber bin 1957 geboren, habe mal Physik studiert, viele Jahre für die Deutsche Telekom gearbeitet in der Forschung und ja, bin vor über 30 Jahren durch meine Mutter zur Ahnenforschung gekommen, weil meine Mutter aus einem kleinen Dorf kommt und sie hatte fast alle Daten der Leute, die da wohnen, im Kopf, wer wann wo geboren, mit wem wie verwandt ist. Und ich dachte damals mit meinem Bruder zusammen, das müssen wir irgendwie erfassen und aufschreiben. Und das war der Beginn. Jetzt inzwischen ist meine Mutter 91, lebt Gott sei Dank immer noch, weiß immer noch sehr viele Sachen, aber wir sind froh, dass wir das alles mal aufgenommen haben. Ja, mein Vater kommt aus Österreich, insofern ist das mein zweites Forschungsgebiet Oberösterreich. Ich verwende Webtrees seit ewigen Zeiten, also habe vorher schon PHP GetView verwendet, bin ein Fan von gemeinsamen Arbeiten an irgendwelchen Dingen, das heißt Wikipedia war ganz zu Beginn schon mein Hobby und in der Ahnenforschung ist es natürlich dann WikiTree, Geni, Family Search, Family Tree, also die großen Weltbäume. Und dort sind meine Daten inzwischen auch weitgehend drin. Habe auch natürlich eine eigene Seite und entwickle auch Module für Webtrees, aber dazu erzähle ich dann später noch ein bisschen mehr. Besten Dank erstmal. Ja, auch von meiner Seite einen guten Abend in die Runde. Ich bin Jahrgang 59. Und von Beruf bin ich Diplom-Ingenieur, ich habe Elektrotechnik studiert und derzeit bin ich tätig als Unternehmer und führe eine kleine Firma für Messtechnik. Bei mir ist die Genealogie gute 10 Jahre alt. Ich bin dazu gekommen, als ich die gesammelten Werke meines Vaters übernommen habe. Als mein Vater 1990 verstarb, hinterließ er seine Werke alle auf Papier. Er hat natürlich zu einer Zeit geforscht, als es weder Internet noch Handys noch E-Mails noch entsprechende Tools gab. Auch Software war zu der Zeit noch nicht so breit gestreut. Und für mich war das natürlich kein Ansatz, die Daten auf der Basis weiterzupflegen. Deswegen habe ich zunächst mit verschiedenen Softwareprodukten Erfahrung gesammelt, habe mich mal ein bisschen reingearbeitet in die Materie. Aber habe relativ schnell für mich die Entscheidung getroffen, dass die Standalone-Lösung auf einem Notebook oder auf einem PC keine gute Lösung ist, weil man dann den immer mit sich rumtragen müsste und weil man niemanden beteiligen kann. Deswegen war für mich wichtig, eine vernetzte Lösung zu suchen, auf die ich eben auch zugreifen kann von unterwegs, auch mit mobilen Endgeräten.
die ich dann auch Familienmitgliedern zur Verfügung stellen kann. Und ganz wichtig, wo ich die Daten, die ich gesammelt habe, auch unter voller Kontrolle habe. Ich habe dann zunächst eine Marktanalyse gemacht, mich mit den gängigen Programmen beschäftigt, habe natürlich auch die Großen am Markt, wie zum Beispiel Ancestry oder MyHeritage, mit in die Analyse einbezogen. Aber für mich fielen die relativ schnell raus, weil ich meine wertvollen Daten weder in Amerika auf irgendeinem Server noch in Israel auf irgendeinem Server speichern wollte. Und die Daten und die Quellen, die ich gesammelt habe, stehen ja zum Teil, wenn man sie eben aus Archiven bezieht, auch unter Copyright. Und insofern tut man sich da keinen Gefallen, wenn man das dann auf anderen Servern speichert. Insofern, wie gesagt, ist die Datenkontrolle eins der Merkmale. Und das wurde dann nach meiner Marktanalyse sehr gut von WebTrees erfüllt. Da hören wir nachher noch mehr dazu. Da liegen die Daten hinter einer Medienfirewall, beziehungsweise die Bilder hinter einer Medienfirewall, und die Daten sind einem sehr ausgefeilten Konzept, Schutzkonzept unterworfen, sodass man also sehr gut sicherstellen kann und auf verschiedenen Ebenen festlegen kann, wie die Daten geschützt werden. Und das hat von Anfang an sehr viel Spaß gemacht, und ich verwende WebTrees ausgesprochen gern, nicht nur zum Datensammeln, sondern auch zum Präsentieren. Aber da gehe ich später noch drauf ein. Ganz unten hier ist noch zu sehen, mein eigener Stammbaum ist auch bei WebTrees natürlich im Internet zu finden, aber den sehen wir nachher noch. Und insofern gebe ich jetzt gleich weiter an den Bernd. Auch von mir als Vierter im Bunde der Vortragenden ein Hallo in die Runde und einen schönen Abend. Bernd Schwendinger ist der Name. Ich bin Jahrgang 78 und damit das Nesthäkchen in dem Team. Bin selber Beamter. Kam so etwa um die 2000 rum zur Genealogie. Als im Wesentlichen angefangen als Sekundärgenealoge, dass ich dann die Forschung von Anverwandten mir durchgeschaut hatte und entsprechend das versucht habe nachzuarbeiten und zu ergänzen. Ja, die Familie bzw. die Forschungsgebiete kommen wesentlich aus Pommern, Schwaben, Vorarlberg und Westfalen. Laufen gelernt, sage ich mal, was die Programme anbetraf, war The Master Genealogist, Personal Ancestry File und GeneWeb als dann das erste webbasierte. Aktuell verwende ich WebTrees aus den Gründen, die eigentlich schon genannt worden sind, weil es einfach sehr vielgestaltig, vielschichtig und einfach durch die Webtechnologie Vorteile bietet. Und als SAS-Anbieter benutze ich Family Search, Family Tree. Ansonsten ist es so, dass ich wahrscheinlich als einziger von den Vortragenden hier das WebTrees noch eher wie ein Desktop-Programm benutze, aber dazu komme ich dann auch gleich nochmal näher, wenn ich jetzt einsteige und die Bälle aufnehme, die mir Peter vorhin auch schon ein bisschen zugespielt hat. Mein Thema ist das Grundkonzept, also im Prinzip die Unterschiede zwischen den Desktop-Programmen, Web-Anwendungen zum einen und kurz anreißen, die Software-as-a-Service Web-Anwendung. Das ist das große Gegengewicht zur Desktop-Anwendung, sage ich mal, so ein bisschen gegenüberzustellen. Dann gehe ich nochmal auf die Daten heute auch ein wenig ein und das Wesentliche, was auch in WebTrees letztendlich verankert ist, das Berechtigungskonzept und Rollenkonzept, was es halt auch stark macht und sich durch das Programm durchzieht. Dazu springe ich am besten auch mal in unser Handbuch, weil da ist ja doch einiges schon beschrieben. Grundkonzept. Wir haben, wie wir schon gehört haben, mit WebTrees, es handelt sich um ein Webprogramm, was im Vergleich zu der Desktop-Anwendung, die ja in aller Regel lokal installiert sind und in aller Regel auch Einzelnutzerbetrieb nur zulassen, haben wir mit den webbasierten Genealogieprogrammen WebTrees eine Client-Server-Architektur. Die in aller Regel wird man sich einen Server im Internet aussuchen, auf dem die Anwendung mit der Datenbank installiert ist und auch von verschiedenen Gerätschaften, sei es jetzt der Desktop-Computer, klassisch Tablet oder Smartphone, greift man letztendlich über das Web oder das Internet darauf zu. Das heißt aber nicht, dass man auch durchaus, wie es ja schon gesagt wird, so nutze ich es ja auch, die Anwendung und die Datenbank auf meinem eigenen Rechner hoste und es entsprechend dort verwende.
Der Vorteil von den Web-Anwendungen ist tatsächlich, dass man es halt sehr vielgestaltig ist, viele Einflussmöglichkeiten bietet. Auch durch den modularen Aufbau von WebTrees sind einige Sachen möglich, einige Themes sind möglich, dadurch auch bessere Anpassbarkeit an die Endgeräte, auf die man es darstellen möchte. Ferner ist es halt auch betriebssystemunabhängig und man hat eine gefällige Darstellung auf den Endgeräten. Ansonsten, was auch später nochmal genauer oder stärker noch hervorgehoben wird, man hat dadurch, dass man WebTrees auf den eigenen Server in aller Regel betreibt oder zumindest einen Server, den man selber kontrollieren kann, ist es so, dass man Herr der eigenen Daten ist und im Unterschied zu den Software-as-a-Service-Anbietern wie jetzt MyHeritage, Ancestry oder auch FamilySearch entsprechend auch mehr Einfluss darauf haben kann, wer sieht was und wo ist gespeichert, beziehungsweise wie werden die Daten letztendlich auch bearbeitet, indem man vielleicht ein entsprechendes Ruleset vorgibt, wonach dann die Mitarbeitenden entsprechend ja, die Daten pflegen, was ja bei den großen Weltbäumen nicht unbedingt mal gegeben ist und es teilweise auch zu kleinen Bearbeitungskriegen kommen kann. Aber da kommen wir jetzt im Prinzip auch schon zum nächsten, nämlich dem Berechtigungskonzept bzw. dem Rollenkonzept. Dazu gehe ich auf die nächste Seite. Da haben wir auch ein extra Beispiel oder extra Abschnitt dazu, weil es eben halt auch sehr wichtig ist. Die Rollen oder Gruppen, wie man sie nennen möchte, WebTrees selber hat 6 eingebaute Rollen, die denen dann Zugriffsrechte zugewiesen sind, also sprich Zugriffsrechte, irgendwelche Rechte, die einem erlauben, irgendetwas in einem Programm zu tun. Und den Rollen werden dann wiederum die entsprechenden Benutzer zugewiesen, damit dann tatsächlich, dass man da überhaupt irgendwas tun kann. Die Kapitel in unserem Buch 2-7, die richten sich oder sind so, wie wir die Rollen jetzt hier gerade sehen, von Besucher bis Administrator. Entsprechend sind die Kapitel 2-7 aufgebaut und folgen dieser hierarchischen Rollenstruktur. Also es ist so, wie es jetzt hier zu sehen ist, Besucher bis Administrator baut aufeinander auf. Es ist halt so, dass der Besucher letztendlich jeder ist, der die Webseite ansurft, ohne sich einzuloggen. Damit ist, je nachdem, wie die Webseite oder der Stammbaum konfiguriert ist, kann man zumindest sehen, aber auch nicht alle Informationen. Das hängt dann tatsächlich davon ab, was man für Datenschutzeinstellungen vorgenommen hat. Aber dazu wird später noch mehr gesagt. Ab Mitglied ist es so, dass man sich einloggen muss und man hat dann erweiterte Anzeigeberechtigung für weiter geschützte Daten. Danach folgt dann der Bearbeiter oder die Bearbeiterrolle, die dann entsprechend ermöglicht, dass man auch Daten bearbeiten und ändern, löschen kann. Und je nachdem, wie es halt konfiguriert ist, müssen diese Änderungen entsprechend dann auch von einem Moderator genehmigt werden, was dann zur nächsten Rolle, nämlich der des Moderators führt. Dieser darf im Wesentlichen halt alles, was vorher gesagt worden ist und überarbeitet und führt sozusagen das Qualitätsmanagement durch und nickt dann entsprechend die Änderungen ab oder lehnt sie entsprechend ab, wenn sie nicht ganz passig erscheinen. Der Verwalter ist die Rolle, die letztendlich auf der Stammbaumebene die Konfiguration des Stammbaums übernehmen kann, auch Benutzermanagement und die Zugangsberechtigung vergeben darf. Und alle vorgenannten, also Mitglied bis Verwalterrolle, sind Rollen, die auf Stammbaumebene vergeben werden. Und der Last Not Least, der Administrator, ist halt derjenige oder der Webmaster, wie auch immer, ist dann die Rolle, die ja das letzte bisschen, was halt noch mehr eingestellt werden kann, halt in seiner Rolle noch vereinigt und Installation von Modulen, Konfiguration von Modulen entsprechend übernimmt. Damit wäre ich eigentlich auch schon am Ende angekommen und würde jetzt weitergeben an Burkhard Spiegel. Danke. Jetzt kommen wir zum Funktionsumfang. Also die nächsten einige Minuten wird es dauern, werden wir uns mit dem Funktionsumfang von WebTrees beschäftigen. Das ist folgendermaßen gegliedert. Als allererstes sehen wir uns das Thema Oberfläche und Begrüßungsseiten an. Ich habe dazu 8-9 Beispiele von anderen Webseiten ausgewählt, um so ein paar verschiedene Darstellungsformen einfach mal zeigen zu können. Dann werden wir uns auf dem
Stammbaum, den wir verwendet haben, um unser Handbuch zu entwickeln, auf unsere eigene Seite einloggen. In dem kann ich dann einiges zeigen, den Unterschied insbesondere zwischen der Begrüßungsseite und der eigenen Seite mal erläutern. Danach wechseln wir in die Funktion zur Anlage von Familien, Personen und Quellen. Ich führe hierfür auch die Quellen kurz vor. Danach wechseln wir zum Thema Menüoberfläche. Das mache ich dann auf meinem Stammbaum, aber von außen. Das heißt, wir gucken uns das an wie ein Besucher, ohne uns in den Stammbaum einzuloggen. Und zu dieser Menüoberfläche werden wir uns dann noch mit einzelnen Menüpunkten beschäftigen, die hier zu sehen sind. Es wird also zum Thema Stammbäume, es wird zum Thema Diagramme, es wird zum Thema Listen, häufige Fragen und Suche ein paar Worte geben. In der Reihenfolge wird also diese Präsentation ablaufen. Fangen wir zunächst also an mit den Begrüßungsseiten. Ich muss vorausschicken, der Funktionsumfang von WebTrees ist so mächtig, dass wir gar nicht in der Lage sind, heute in der Kürze der Zeit alles darzustellen. Also insofern bitte nicht enttäuscht sein, wenn wir nicht alles zeigen können. Da kann man unter Umständen im einen oder anderen Fall vielleicht noch irgendeinen Nachtermin finden. Insbesondere möchte ich aber auch noch mal darauf hinweisen, wir können uns zum Beispiel mit dem Thema Systemadministration gar nicht beschäftigen. Der ist so mächtig alleine, dieser Teil, und so umfangreich. Da könnten wir eine eigene Sitzung oder vielleicht sogar zwei Sitzungen machen. Auch das würde unseren Rahmen vollkommen überfordern. Insofern müssen wir also so ein bisschen uns fokussieren auf ein paar wesentliche Dinge. Ganz wesentlich, und das hatte ich vorhin schon mal gesagt, ist das Thema Präsentation und das Thema Datensammeln. Also es muss beides passen. Insbesondere, wenn man seinen Stammbaum nach außen propagiert, nach außen sichtbar macht für Besucher, kommen wir natürlich zum Thema Präsentation. Und deswegen schauen wir uns jetzt der Reihe nach ein paar Beispiele an. Fangen wir mit dem Demo-Server an. Das ist der Server, der von WebTrees zur Verfügung gestellt wird, immer mit der jeweils aktuellen Release. Im Moment sind wir bei 2.1.12. Wir sind also auf dem Demo-Server, der liegt, ich glaube, in England, wenn ich richtig informiert bin. Und auf dieser Seite präsentieren die Entwickler immer die letzte gültige Version, sodass man auch in dieser Version überprüfen kann, ob das, was so an Fehlern auftaucht, auch hier auftaucht. Das ist auch eine große Hilfe, wenn man nach Fehlern sucht, dass man das eben auf der Demo-Seite auch mit überprüfen kann. Wenn wir uns so eine Seite anschauen, gucken wir uns schnell mal die Grundfunktionen an. Wir haben hier oben Kopfzeilenmenüs, ein oberes, ein unteres. Gehe ich später noch drauf ein. Und im unteren Teil einen Präsentationsbereich. Und der Präsentationsbereich bei den Standardseiten ist in der Regel zweispaltig. Eine linke etwas breitere, eine rechte etwas schmalere. Und in diesem Präsentationsbereich befinden sich sogenannte Blöcke. Hier zum Beispiel ein Willkommensblock, hier ein Standardblock, um den Stammbaum anzuzeigen. Das ist ein Block für eine Dia-Show. Die können wir auch zum Laufen bringen. Dann kommen weitere Bilder. Es gibt hier einen Block für Statistiken. Es gibt hier einen Block, an dem man anzeigen kann, was für aktuelle Ereignisse an diesem Tag anstehen würden. In dem Baum gibt es jetzt keine. Und man kann sich hier auch noch anzeigen lassen, wer online ist, wer im Baum angemeldet ist. Das ist zum Beispiel ein Block, den würde ich niemals auf die Startseite, auf die Begrüßungsseite tun. Aber hier bei der Demo-Seite steht er zur Verfügung. Aber wie gesagt, das ist jetzt eher eine untergeordnete Rolle, ob das jetzt hier auf dieser Seite zu sehen ist oder nicht. Gehen wir mal weiter zum nächsten Baum. Wir werden ja noch ein paar andere Sachen sehen. Auch wieder ein Standardbaum, so wie man ihn häufig sieht. Den Baum habe ich ausgewählt, weil man hier zum Beispiel sehen kann, in dem sind schon 282.000, fast 283.000 Personen erfasst. Auch ein gutes Beispiel dafür, dass man größere Datenmengen mit WebTrees relativ problemlos bewältigen kann. Das ist, was wir jetzt hier sehen, sieht ähnlich aus. Ist farblich anders gestaltet, ist auch von den Icons her etwas anders gestaltet, ist ein sogenanntes Thema. Das erste Thema, was wir gesehen hatten bei dem ersten Baum, war WebTrees. Das hier ist Cinea. Kommen wir zum nächsten. Das hier ist ein sehr, im Gegensatz dazu, ein sehr schwarz-weiß gehaltenes Thema.
Es fehlt also jegliches Icon, es fehlen jegliche Farben. Auch das ist eine Möglichkeit, die Bäume entsprechend einzustellen. Wer es also lieber sparsam von der Farbgebung her mag, kann es sich so gestalten. Aber es ist immer noch ein zweispaltiges Design. Wir kommen hier auf ein Beispiel, das ist einspaltig gehalten. Dieses Beispiel hier ist von unserem Chefentwickler Greg Roach. Der eigene Stammbaum, der hat es ganz nett gestaltet, der hat nur einen einzigen Block auf seiner Seite. Und innerhalb des Blocks hat er dann auch noch eine Grafik oder ein Sprungbrett gebaut. Man kann nämlich von den Personen hier auf die jeweiligen hier angezeigten Personen schon verzweigen. Wenn man da draufklickt, kommt man schon auf eine Unterseite, auf der dann eben Daten zu dieser Person zu finden sind. Aber das ist ein bisschen mit Zusatzaufwand zu gestalten, wenn man solche Seiten haben will. Ich komme zum nächsten Beispiel. Auch ein einspaltig gehaltenes Design. Hier empfangen uns ein paar Bilder auf der ersten Seite im ersten Block. Das ist ein Beispiel aus Frankreich. Und dann kommen auch schon erste Diagramme auf dieser Seite und schon ein etwas größeres auch hier unten. So kann man es auch machen. Ein weiteres Beispiel ist ein Beispiel aus Holland. Ein holländisches Beispiel mit einem anderen Design, mit einem anderen Thema. Dieses Thema hier wird später nochmal angesprochen von Hermann Hartenthaler. Das ist ein Thema von einer Entwicklerin auch aus Holland. Das ist auch eine Möglichkeit, eben ein Thema sozusagen in eigener Gestaltung zu entwerfen oder wenn man mit CSS umgehen kann, entsprechend seine Themen zu beeinflussen. Ich komme hier auf ein weiteres Beispiel mit einem noch relativ neuen Thema. Da ist ein sehr schlichtes Design gewählt worden, mit allerdings einem relativ breiten Kopfmenü, aber eben ansonsten doch sehr, sehr sparsam in den Farben und es sind überhaupt keine Icons verwendet worden, auch eine elegante Erscheinungsform. Hier finden wir noch ein zusätzliches Themenbeispiel, das nennt sich Rural, also ein ländliches Thema. Es ist in braunen Tönen, in erdigen Themen gehalten und hat so eine Ringbuchoptik auf der einen Seite. Auch das ist eine Möglichkeit, seine Daten im Internet zu präsentieren. Und wir kommen zum letzten Beispiel. Das ist Shamwell Family, ein Familienthema. Das haben die selber beeinflusst. Dieses Thema ist auch kein offizielles Thema. Aber die haben sich das Thema auch entsprechend schlicht gemacht. Die haben auch eine etwas andere Farbgebung gewählt. Hier sind die Farben im Wesentlichen eher im Grau gehalten. Aber man sieht schon auch, es gibt ein zweispaltiges Design und es gibt auch die Blöcke, die ich schon erwähnt hatte. Hier sieht man in dem Blog On This Day zum Beispiel die entsprechenden Einträge, was eben an dem Tag an entsprechenden Events zur Verfügung steht. Und es gibt hier einen Blog mit Favoriten, auf den komme ich aber später nochmal zu sprechen. So, der nächste Punkt ist letztlich auch ein Beispiel, wie ein Baum im Internet angezeigt werden kann, nämlich so, wenn man überhaupt keine Informationen preisgeben will an die Öffentlichkeit. Ob sie nun dem Datenschutz unterliegen oder nicht, kann man es auch so machen. Man kann letztlich nur den Sign-on zur Verfügung stellen und keinerlei Informationen über Personen, über Anzahl von Personen, über Orte, über sonstige Informationen, die mit dem Baum zu tun haben. Dieser Baum, den wir jetzt hier sehen, ist der Begrüßungsbildschirm von unserer Arbeit, die wir für das WebTrees Handbuch benutzt haben. Und in den logge ich mich jetzt mal ein. Und jetzt kommen wir praktisch zum zweiten Punkt, den ich angesprochen hatte, dem Unterschied zwischen der Stammbaumbegrüßungsseite und der Meine Seite. Ich gucke hier dazu mal in das Menü Stammbäume. Hier in diesem Bereich sind 5 verschiedene Stammbäume angelegt. Wir wechseln mal auf den Musterstammbaum. Im Musterstammbaum sehen wir als allererstes Forschungsaufgaben. Wir sehen Statistiken. In dem Baum sind 37 Personen. Hier gibt es eine Diashow, auch die könnte man zum Laufen bringen, denke ich, wenn genügend Bilder vorhanden sind. Da gibt es nur das eine Bild, deswegen läuft hier nichts. Gut, das ist also die Begrüßungsseite dieses Stammbaums. Sie ist bloß im Internet nicht sichtbar für Besucher. Wir haben sie so geschaltet, dass sie eben von außen nicht erreichbar ist. Und jetzt wechsle ich
auf die sogenannte Meine Seite. Das geht über dieses Menü Meine Seiten. Da gibt es einen Menüpunkt, der heißt Meine Seite. Diese Seite hat nur der jeweilige eingeloggte Benutzer zur Verfügung und die ist nur von diesem jeweilig eingeloggten Benutzer auch entsprechend gestaltbar. Die Seite für die Stammbäume ist jeweils von dem Administrator der jeweiligen Stammbäume zu gestalten. Die nach außen insbesondere propagierten, können natürlich von außen überhaupt nicht beeinflusst werden. Auch diese Seite kann von außen nicht beeinflusst werden. Aber an diese Seite hier kommt man nur ran, wenn man eingeloggt ist und die gilt für jeden einzelnen eingeloggten Benutzer. Das heißt, die könnte entsprechend vielfältig ausfallen bei entsprechend vielen Benutzern. Ich wechsle mal. Und man sieht hier wieder die 37 Personen. Das ist hier ein freigestalteter Block, den habe ich angelegt. Wir sehen hier die WebTrees-Version 2.1.12. Es sind insgesamt in der Datenbank 13 Benutzer. Es sind 37 Personen im Stammbaum mit 89 Ereignissen und so weiter. Also man kann diese Seite entsprechend selber gestalten. Man kann sich hier weitere Blöcke hinzufügen, zum Beispiel ein Nachrichtensystem. Man kann die Änderungen der letzten 7 Tage oder diese Zahl ist auch beeinflussbar. Man kann die letzten 30, man kann die letzten 60 Tage hier einstellen. Das ist konfigurierbar durch diese Werkzeugleiste, die man über diese Werkzeuge erreichen kann. Gut, ich wechsle jetzt in den Stammbaum, der hier oben ist, der für die Präsentation hier vorbereitet ist. Wir sehen als erstes wieder die Begrüßungsseite. Die Begrüßungsseite sieht etwas anders aus. Es geht um die WebTrees-Präsentation heute. Es gibt hier ein kleines Diagramm von einer Familie Beck, Karl Johann Beck, mit einem Vater Wenzel Beck und einer Anna Schmidt. Und auf der Seite sehen wir auch die Diashow mit einer Quelle in dem Fall und ein Bild aus dem Stamm. Aber es sind natürlich alles Spieldaten. Insofern bitte ich hier um Nachsicht, dass das jetzt nicht so vielfältig ist. Aber es hat natürlich auch in einer Demonstration, in einem Demo-Server nicht so viel Sinn, das möglichst schön aussehen zu lassen. Da kommt es ja auf die darauf an, möglichst elegant und möglichst schnell die Folien zu erzeugen, die man für so ein Handbuch braucht. Einen Sprung mache ich noch. Ich gehe auf die Meine Seite nochmal und zwar jetzt eben von diesem Stammbaum, um den Unterschied nochmal klar zu machen. Ich wechsle hier wieder auf Meine Seite. Meine Seite sieht wieder so aus wie vorher, aber es sind jetzt hier 41 Personen, also das sieht man schon. Und der Stammbaum heißt WT Presentation. Das heißt, auch hier sieht man schon, man ist jetzt in einem anderen Stammbaum, obwohl vom Layout her meine Seite genauso aussieht wie vorher bei dem anderen Stammbaum. Also die meine Seite bezieht sich immer auf mich als Person, derjenige, der eingeloggt ist, während die Begrüßungsseite des Stammbaums bezieht sich immer auf den Stammbaum. So, jetzt wechsle ich hier auf den Karl Johann Beck. Das ist die Person, an der wir gleich weiterarbeiten. Bei Karl Johann Beck sehen wir schon, wann er geboren ist, wann er vermutlich verstorben ist. Das ist nicht ganz klar in dem Fall. Deswegen gibt es hier einen nach 1919. Und zu Karl Johann Beck ist eine Quelle erfasst worden, nämlich sein Stammbuch. Und das Stammbuch zeigt uns auf der linken Seite, man kann ein bisschen reinzoomen, ihn selber, Karl Johann Beck. Er ist Kapellmeister. Er ist geboren in Wien und man sieht hier auch die Eltern, die erfasst sind. Die haben wir uns gerade schon angeschaut, in Wenzelbeck und so weiter. Und was wir uns jetzt eben hinzufügen, ist seine Ehefrau, eine Emma Theresia Louis. Sie ist eine geborene Englert. Sie ist bereits Witwe. Sie war katholischer Religion und sie ist am 29. April 1888 in Frankfurt am Main geboren. Und hier entnehmen wir dann das Heiratsdatum, 19. Februar 1919 zu Frankfurt am Main mit einer Urkundennummer am 19. Februar eingetragen. Gut, bevor ich jetzt die Erfassung starte, wollte ich ganz kurz die Quellen mal vorstellen. Ich habe also hier zunächst mal aus dem Internet diese Stammbuchquelle verwendet und habe zu dieser Stammbuchquelle hinzu die Geburtsurkunde von der Frau Englert, der Vater Johann Englert, hier Frankfurt, hat eine von der Theresia Englert, also von seiner Ehefrau, eine Tochter geboren bekommen. Da gibt es auch eine zweite Seite dazu. Es gibt eine Sterbeurkunde von der Emma Theresia Beck, geborene Englert, also nachdem sie den Herrn Beck geheiratet hatte und als Englert geboren war, ist sie dann in Frankfurt verstorben irgendwann. Und zum Schluss gibt es auch noch ein Bild für diese Frau. Das alles fügen wir jetzt der Reihe nach in unseren Stammbaum ein.
Gut, damit wir uns ein bisschen leichter tun, habe ich mir das zusammengefasst, dann geht es etwas schneller. Ich gehe jetzt unter dem Stamm, unter dem Datensatz von dem Karl Johann weg, um den es geht, aus dem Tabulat, aus dem Tab Tatsachen und Ereignisse auf den Tab Familien und füge unter dem Tab Familien eine Ehefrau hinzu. Und wir sehen hier schon, wenn wir so eine neue Person anlegen, da haben wir hier eine ganze Reihe von Möglichkeiten zur Datenerfassung. Wir können das Geschlecht, wir können zwei verschiedene Namen, ich gehe gleich darauf ein, erfassen. Wir können das Geburtsdatum, wir können das Todesdatum. Und in dem Fall, weil wir ja eine Ehefrau anlegen, können wir auch noch ein Heiratsdatum erfassen. Und das machen wir jetzt der Reihe nach. Also es ist eine relativ elegante, schnelle Erfassung. Wir werden jetzt gleich erschlagen von einer ganzen Reihe von Feldern. Aber nur, dass man mal so das Grundgerüst gesehen hat, ist das hier, habe ich das zunächst mal noch zugeklappt gelassen. Ich klappe jetzt das Geschlecht auf. Wir sehen, das ist schon vorgeschlagen. Wir erfassen eine Ehefrau. Das ist vom GetCom-Standard hier so vorgesehen. Aber nachdem heute auch andere Heiratsformen möglich sind, könnte man auch einen Mann hier wählen als neue Person. Man kann also zwei Männer miteinander verheiraten. Man kann auch unbekannt wählen, wenn das Geschlecht nicht bekannt wäre. Oder man könnte Sonstiges wählen für andere heute auch möglicherweise vorhandene Geschlechtstypen. Also da ist WebTrees jetzt nicht festgelegt. Das ist noch relativ jung, aber man hat sich da natürlich dem Zeitgeist geöffnet und hat es entsprechend nachgeführt. Jetzt gehen wir auf den Namen ein. Hier ist noch zunächst mal gar nichts eingetragen. Es geht um die Qualifikation Geburtsname. Und beim Geburtsnamen holen wir uns, da tue ich mich ein bisschen leichter, den ganzen Namen. Ich muss nicht alles tippen, das ist alles schon vorbereitet. Ich füge es mal hier im Ganzen ein. So, jetzt habe ich eine Emma Theresia als Vorname und habe hier den Nachnamen Beck. Nein, halt, das ist falsch. Das ist der Geburtsname, ist Englert. So hatten wir es gesehen. Die Emma Theresia Englert ist die Person, um die es geht. Ich mache das wieder zu und mache als nächstes den weiteren auf. In dem Fall ist es die Emma Theresia. Und zwar ist sie jetzt die Frau Beck. Das ist ja der Ehename, um den es geht, den wir jetzt hier als nächstes erfassen. Auch das haben wir jetzt eingegeben. Jetzt kommen wir zum Geburtsdatum. Das Geburtsdatum kann ich erfassen als 29.04.1888. Und wenn ich jetzt mit dem Tab weiterspringe, wird das Feld entsprechend der englischen Schreibweise im GetCom gleich richtiggestellt. Ich kann die Uhrzeit noch erfassen. Sie ist mittags um 1 Uhr geboren worden, also 13 Uhr kann ich dazu schreiben, wenn das aus den Quellen hervorgeht. Der Geburtsort war Frankfurt. Wenn man den schon mal erfasst hat in seinem System, wird er einem vorgeschlagen. Man muss nicht immer alles neu tippen. Man könnte noch eine Adresse eingeben. Also wenn jetzt bekannt wäre, in welchem Haus oder in welcher Klinik sie geboren wurde, könnte man die Adresse noch eingeben. Und zum Schluss gehen wir hier auf das Thema der Geburtsquelle ein. Bei der Quelle wechsle ich hierhin und lege eine neue Quelle an und sage, ich will hier eine Emma Theresia. Ich hatte das schon mal verwendet, deswegen steht es hier schon. Ich spare mir die Tipperei, aber normalerweise muss man das jetzt hier tippen. Ich lege jetzt eine Quelle an für Emma Theresia Englert und als Archiv nehme ich hier das Privatarchiv der Familie Beck, weil es eine Quelle ist aus dem Stammbuch, beziehungsweise die Geburtsurkunde befindet sich in der Familie Beck sozusagen. Und dieser Quelle kann ich jetzt verschiedene Dinge noch zuordnen. Ich kann ihr die Daten, die auf der Quelle stehen, auch noch beilegen, also die Nummer beispielsweise der Quelle. 1503 aus 1888. Es, als Ereignis kann ich auswählen, dass es also eine Geburt ist, wenn man das will. Man kann auch die Rolle noch vergeben. In dem Fall wäre das das Kind. Diese Informationen sind natürlich optional. Man kann das Datum der Quelle eingeben, wann die Quelle selber erstellt worden ist. Das ist der 3.
Mai 1888. Man kann hier in dem Textfeld sehr schön transkribierte Texte unterbringen. Also gerade bei alten Quellen, Kirchenbüchern, lateinischen Texten bietet sich an, wenn man sich die Mühe gemacht hat, sie zu entziffern, sie hier aufzuschreiben und für die Nachwelt sichtbar zu machen. Man kann weiterhin auch noch Notizen zum Quellenzitat unterbringen und man kann ein Medienobjekt anlegen. Und dieses Medienobjekt legen wir jetzt auch noch an. Wir holen uns die Datei, um die es geht, und zwar die Geburtsurkunde, in dem Fall mal die Seite 1 von der Geburtsurkunde. Auch hier vergeben wir einen Titel, und zwar die Geburtsurkunde für den Namen für die Datei, um die es geht. Es geht um eine Urkunde. Man sieht schon, was es für verschiedene Typen gibt. Dokumente, Fotos, Gemälde, Grabsteine. In dem Fall geht es um eine Urkunde. Und zum Schluss kann ich dieses Bild als solches auch noch schützen, so dass es außen nicht sichtbar wird. Man kann es natürlich freigeben für Besucher. Man kann es aber eben auch für Mitglieder sichtbar machen, so dass es nach außen nicht sichtbar wird, als wenn dieser Schutz gesetzt ist. Und als allerletztes vergebe ich dieser Quelle noch eine Qualität. Ich weiß ja, dass es eine originäre Urkunde ist und daher qualifiziere ich sie als eine sichere Primärquelle. Und damit schließe ich diesen Geburtsvorgang hier ab. Jetzt wissen wir aus der Sterbeurkunde auch den Tod, auch den erfasse ich noch. Der Tod trat ein am 30. März 1981. Die Uhrzeit des Todes habe ich nicht. Da habe ich aber sogar eine Adresse. Das Ganze fand statt in der Fachfeldstraße 42 in Frankfurt. Eine Todesursache kenne ich nicht. Auch hier hätte ich jetzt das Medienobjekt, aber das lasse ich jetzt bewusst mal weg, weil ich das nachträglich einfügen will, um auch das vorzuführen. Aber die Quelle, die ich kenne, es ist ja eine Sterbeurkunde, die kann ich wieder entsprechend, weil die Quelle mache ich extra, habe ich gesagt. So, das reicht mir jetzt. Ich habe das Todesdatum erfasst und auch den Ort muss ich noch erfassen, Sterbeort Frankfurt. So. Jetzt habe ich den Ort und auch die Adresse erfasst. Die Quelle, wie gesagt, kommt extra. Und zum Schluss erfasse ich noch die Heirat. Und bei der Heirat wissen wir, das war eine standesamtliche Heirat, weil es ja ein Eintrag in einem Stammbuch war und nicht in einem Kirchenbuch. Das Heiratsdatum war der 19. Februar 1919. Der Heiratsort war Frankfurt. Frankfurt muss ich auswählen. Gut. Und dieses Objekt haben wir schon mal verwendet als Quelle, nämlich das Stammbuch selber. Das heißt, das lege ich hier nicht an mit dem Plus, sondern ich verwende hier das Stammbuch aus meiner Datenbank, da kommt es hoch. Als Quelle wird mir schon vorgeschlagen, Karl-Johann Beck Stammbuch, kann ich angeben. Und mehr brauche ich bei dieser Quelle eigentlich nicht zu machen, weil die Quelle als solche ja bereits existiert und bereits beschrieben ist. Sie wird ja hier nur noch mal angezogen. Insofern reicht das an dieser Stelle. Und ich muss es nicht schließen. Ich kann jetzt auswählen, ob ich diese neue Person nur speichern möchte, ob ich speichern und gleich zu dieser neuen Person gehen möchte oder ob ich meine Daten verwerfen möchte. Und da ich mit der Person weiterarbeiten möchte, gehe ich direkt zu dieser neu angelegten Person. So, wir sehen, der Titel hat sich geändert. Wir haben die neue Person hier. Die Person hat zunächst mal einen Geburtsnamen. Emma Theresia Englert, Geburtsname Emma Theresia, Nachname Englert. Und sie hat einen Ehenamen, so wie wir das angelegt haben. Sie hat ein Ereignis für die Geburt mit einer Quelle, nämlich mit ihrer Geburtsurkunde. In dem Fall nur die eine Seite, man kann die zweite auch noch hinzufügen, aber das spare ich mir jetzt. Wir haben die standesamtliche Heirat. Hier ist die Quelle
Ach, da habe ich das Bild vergessen. Hätte ich das Bild noch hinzufügen können, das mache ich noch. Und hier haben wir den Tod. Jetzt machen wir das, was ich gerade gesagt habe, damit wir die Quelle auch sehen. Gehen wir also auf dieses Ereignis und bei der Quelle nehmen wir halt hier beim Medienobjekt, dann nehmen wir das Stammbuch wieder dazu. Genau, so, das ist ja auch schon angelegt. Speichern wir. Jetzt sehen wir also bei unserer Quelle das Stammbuch, was wir auch bei Herrn Beck schon angelegt hatten. Und was ich jetzt hier gemacht hatte, die Quelle nämlich gleichzeitig mit der Erfassung zu erfassen, wenn ich sie habe, das mache ich jetzt hier nachträglich. Wenn ich die Quelle also vergessen habe oder zu dem Zeitpunkt noch nicht habe oder noch nicht richtig bearbeitet habe, erfasse ich meine Quelle einfach nachträglich. Ich lege jetzt hier also an eine neue Quelle. Die Emma Theresia hatte schon eine Geburtsurkunde, deswegen machen wir uns das Leben leichter und machen daraus eine Sterbeurkunde. Die ist wieder im Privatarchiv zu finden. Ups, bin ich verrutscht. So. Speichern wir. Und als nächstes speichern wir hierzu auch das Medienobjekt. Machen wir genauso. Wir laden die Sterbeurkunde von der Dame. Wir geben der Dame auch dem Objekt einen Titel. Sterbeurkunde. Der Medientyp ist in dem Fall wieder eine Urkunde. Und auch die schützen wir gegen den Blick von außen oder den Blick von entsprechenden Crawlern oder Search Engines und speichern das Ganze und sehen, wir haben jetzt also zu allen drei Ereignissen, und das ist eigentlich auch das Ziel, jeweils eine Quelle angegeben. Wie gesagt, man kann die Quellen dann noch sehr stark vertiefen, eine höhere Granulation herbeiführen, was die Daten betrifft. Ich habe hier oben mal so ein bisschen was erfasst, damit man was sieht. Aber das soll fürs Vorführen jetzt eigentlich reichen. Da kann man stundenlang sich damit beschäftigen. Was ich jetzt noch mache, wir wissen ja den Geburtsnamen und wir wissen, dass die Dame neu geheiratet hat. Aber sie hatte ja vorher schon mal eine Heirat und war schon mal verheiratet gewesen mit einem Herrn Louis. Und diesen Namen fügen wir jetzt extra hinzu. Das machen wir auch noch und sagen, das war ein Ehename. Und die Vornamen bleiben wieder Emma Theresia, da hat sich nichts geändert. Aber der Name ihres ersten Ehemannes war der Herr Louis. Das fügen wir noch hinzu. Und siehe da, sie hat zwei Ehenamen. Den von ihrem ersten Ehemann, den von ihrem zweiten Ehemann und ihren Geburtsnamen. Also man sieht schon, man kann hier eine ganze Menge an Informationen erfassen. Und wenn man sich dann die Familie anschaut, sehen wir, es gibt den Karl Johann Beck mit seinen Eltern und es gibt die Emma Theresia Englert. Ich könnte jetzt also nach gleichem Schema auch noch den Vater und die Mutter hinzufügen, aber aufgrund der Zeit lasse ich das mal weg. Ich denke, das kann sich jeder von Ihnen vorstellen. Wir springen weiter in unserer Vorführung. Wir kommen zum Thema der Menüoberfläche. Schauen wir uns die Menüoberfläche von WebTrees an. Wir haben, das hatte ich vorhin schon mal erwähnt, zwei Zeilen. Und wir haben im oberen Bereich die verschiedenen Themen. Die Themen, das ist die zunächst mal standardmäßige Einstellung, wie erscheint die Webseite. Wenn die Themen freigeschaltet sind, so wie hier, kann man verschiedene Themen auswählen. Also man kann sich auf das Standardthema WebTrees stellen und man sieht sofort, aha, kriegt ein völlig anderes Aussehen. Man hat also auf einmal Icons hier, kriegt eine andere Farbgebung. Inhaltlich ändert sich nichts, es ändert sich nur die Gestaltung der Oberfläche. Jetzt ist das Thema hier versteckt. Jetzt gehen wir mal nach ganz oben auf Clouds. Auch das ist eine Darstellung, die man wählen kann. Oder auf Colors. Colors ist ein Themenbereich, wo man sich sogar noch verschiedene Farben einstellen kann. Da erscheint ein weiterer Menüpunkt, der nennt sich Farbpalette. Auch hier führe ich mal so ein bisschen was vor. Das hier ist jetzt Asche. Ich kann belgische Schokolade auswählen.
oder ich kann Plastikrosa auswählen, um so mal ein paar krasse Beispiele darzustellen. Da ist man also frei, wenn diese Themen, die Standardthemen freigeschaltet sind. Es sind 6 an der Zahl. Es gibt, wie gesagt, noch eine ganze Reihe anderer Themen. Da geht dann der Hermann nachher noch drauf ein. Dann kann man sich hier spielen und eine völlig andere Gestaltung wählen. Man kann auch Sprachen einstellen, je nachdem, was man da erwartet oder was man an Besuchern erwartet oder was man freigeben will. Hier sind insgesamt die 4 europäischen Hauptsprachen. Jetzt sagen wir mal, nehmen wir Spanisch mal aus. Spanisch ist nicht dabei. Eingestellt, Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch. Und der Inhalt der Daten, um die es geht, also beispielsweise Orte, die werden natürlich nicht übersetzt. Die bleiben so, wie sie sind. Was aber es übersetzbar ist, allerdings nicht automatisch übersetzt wird, ist der Inhalt der Blöcke. Hier zum Beispiel, wir starten natürlich mit Deutsch, ich schalte mal auf Englisch um, ändert sich die Darstellung der Blöcke nur dahingehend, dass der Inhalt hier in Englisch erscheint, ein Welcome-Block, ein Getting-Started-Block, die Favoriten auf der Seite bleiben, hier unten ein paar statistische Daten und dasselbe gibt es auch noch in Französisch oder in Italienisch. Wenn man das machen möchte, muss man das leider mit der Hand am Arm machen. Es ist also nichts, was vom Programm automatisch geleistet wird. Vom Programm automatisch geleistet werden bei den Inhalten, ich wechsle mal hier zum Beispiel in eine der Personen, beim Programm automatisch werden die ganzen Einträge bei den Events automatisch übersetzt. Es werden die entsprechenden Titel für die Felder auch entsprechend übersetzt. Allerdings werden die Inhalte überhaupt nicht übersetzt. Das macht auch keinen Sinn, das soll auch so sein. Und wie gesagt, auf der Hauptseite ändert sich nur dann etwas, wenn ich das auch vorher schon übersetzt habe und entsprechend gepflegt habe. Der dritte Punkt ist das Anmeldemenü. Hier kann man sich bei der Webseite anmelden. Das brauche ich jetzt nicht vorzuführen. Jetzt gehen wir auf die zweite Zeile ein. Wenn mehrere Stammbäume angelegt sind, sehen wir hier vorne im Stammbaummenü, welche Stammbäume verfügbar sind, welche wir also sehen können von außen und kommen jetzt hier als nächstes auf das Beispiel der Diagramme. Die Diagramme dienen dazu zur grafischen Darstellung der Daten, die wir erfasst haben. Und ich gehe mal hier der Einfachheit halber jetzt bei den Favoriten gleich auf eine entsprechende Person. Ich gehe auf den Saladin Valentin Klein. Das ist eine Person, die 1749 geboren wurde. Und von dem Saladin Valentin Klein gucken wir uns zunächst mal das interaktive Sanduhrdiagramm an. Das interaktive Sanduhrdiagramm ist ein relativ gutes Medium, um sich über seine Familie zu informieren. Ich mache es mal groß. Saladin Valentin Klein erscheint hier. Ich kann auf die Blöcke, die man hier sieht, klicken, dann werden sie groß. Der Saladin Valentin Klein erscheint hier mit Geburtsdatum, Todesdatum und Bestattungsdatum und seiner ersten Frau Christina Rau und seiner zweiten Frau Maria Helene Dietz. Darunter gab es eine Tochter, eine Katharina Dorothea Klein und einen Johann Gabriel Exter als den Ehemann von ihr und so weiter und so weiter. Man kann sich da jetzt also durchklicken. Und ganz unten in heutiger Zeit sozusagen finden wir dann die vertraulichen Personen. Das sind alle die, die dem Datenschutz unterliegen und die von WebTrees nicht verfügbar gemacht werden. Man kann durch die Struktur, wenn man die Familien kennt, so ein bisschen raten. Aber zunächst mal fremde Personen sehen hier nur die vertraulichen Boxen. Auch die kann man natürlich groß und klein ziehen. Aber da kommt man auch nicht weiter. Die Person existiert nicht oder sie haben keine Berechtigung, um sie anzusehen. WebTrees schützt die also nach den eingestellten Datenschutzregeln. Das ist eine ganz interessante Sache, um sich, wie gesagt, in so einem Stammbaum ein bisschen zu bewegen. Wir gucken uns hier an den Saladin Valentin Klein. Ich gehe mal 3 Etagen runter zu Karl August Exter. Und in diesem Fall zu seiner Frau Anna-Luise Bernhardine Leibold. Und die wiederum kann ich zur Hauptperson machen, indem ich auf das kleine Icon klicke. So, erscheint es zunächst mal wieder nicht im Vollbild. Worauf ich hinaus wollte,
Gut, die Person, die ich suche, ist wohl noch eine Ebene drunter. Das habe ich jetzt leider nicht richtig gemacht. Ich gehe nochmal zurück auf die Hauptseite und mache als nächstes nach dem interaktiven Sanduhrdiagramm die Verbindung zwischen diesen beiden Personen hier, zwischen Saladin und Valentin Klein. Ich hatte eigentlich nach der Person gesucht, war wahrscheinlich in eine Ebene verrutscht, und dem Friedrich Wild. Wir gehen also auf die Diagramme, gehen auf die Beziehungen ein, wählen hier oben aus den Saladin, Valentin. Man muss auch nicht die Namen komplett eingeben. Dann kommt schon ein Vorschlag und wollen hier sehen den Friedrich Wild. Friedrich Wild. Jawohl. Und den lasse ich mir anzeigen. Und man sieht schon, na doch, ich wäre schon richtig gewesen, Anna, von der Bernardine Leibold aus nach oben wäre es gegangen, aber ich habe ihn nicht gesehen. Gut, okay. Also man sieht hier sehr schön eine etwas verklausulierte, in dem Fall noch einfache Bezeichnung der Verbindung, Urenkelsohnspartnerin, Urgroßvater. Und das Ganze geht über die Kinder nach unten, eine Ehe, und wieder nach oben zu dem anderen Mann. Also ein relativ übersichtliches Konstrukt. Jetzt machen wir das Ganze mal für eine Margareta Juliana Moser, die habe ich schon, jawohl, und schaue mir das an. Und da sieht man sehr schön, es geht nicht nur rauf und runter, sondern es geht eben auch schön zur Seite und man kommt hier sozusagen vier Spalten weiter rüber zu einer anderen Familie. Aber nicht nur das geht, sondern wenn wir als dritte Person uns mal mit der Theresia Rose beschäftigen, Theresia Rose, dann sehen wir, dass dieser Algorithmus sehr leistungsfähig ist. Der geht relativ weit runter, sogar bis in heutige Zeit, und geht auch durch die vertraulichen Ebenen hindurch, ohne dass wir wissen, welche Personen das sind, und kommt auf der anderen Seite entsprechend wieder hoch bis zur Theresia Rose. Also auch hier eine ganz interessante Geschichte, wenn man sich mit solchen Familienverbindungen beschäftigen will. Und auch hier wieder eine etwas verklausulierte Beschreibung. Das ist mit Sicherheit richtig. Ich habe es noch nicht nachgerechnet. Viermal Urenkel, Tochter, Schwägerin, Großonkel, Mutter. Also eine ganz spaßige Geschichte. Gut, bei den Diagrammen wollte ich noch auf ein weiteres eingehen, und zwar von dem, ich hoffe, ich bin noch auf dem richtigen Datensatz, Saladin Klein, die Nachkommentafel. Das ist jetzt ein Add-on-Diagramm, jawohl, ein Add-on-Diagramm. Das ist nicht mehr der Standard von WebTrees, sondern das ist ein etwas, man sieht es schon an der Optik, ein etwas anderes gestaltetes Diagramm. Man sieht ihn hier mit 5 Kindern, er hatte insgesamt 13. Und von diesen Kindern wiederum gibt es Kindeskinder und so weiter. Und wir kommen auch hier wieder bis zu dem Karl August Exter. Also eine hübsche Darstellung. Und mit diesem Diagramm wiederum kann man auch arbeiten. Man kann zum Beispiel auf diese Person klicken und kann dann direkt zu dieser Person verzweigen. Jetzt kommt also dann diese Person als Hauptperson hoch und von der wiederum die Nachkommen. Wenn ich jetzt aber ein zweites Mal auf diese Person klicke, lande ich direkt wieder in dem Datensatz von dieser Person. Also man sieht schon, es ist alles miteinander verlinkt. Wir kommen zu dem nächsten Punkt, Listen. Hier möchte ich kurz eingehen auf die Hierarchie der Orte. Die Hierarchie der Orte ist eine Übersicht darüber, in welchen Ländern Ereignisse stattgefunden haben. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier auf Deutschland gehe, sehe ich, es gibt 1575 Personen und 328 Familien, die in Deutschland irgendwelche Ereignisse hatten. Das wiederum ist gegliedert in die verschiedenen Bundesländer. Hier in Mecklenburg-Vorpommern sind es 359 Personen, da kann ich reinklicken. Ich kann dann die verschiedenen Orte mir auch anschauen in Mecklenburg-Vorpommern. Hier zum Beispiel auf der Insel Pöhl gibt es 130 Personen in entsprechend verschiedenen Orten. Also man kann sich hier einen ganz guten Überblick verschaffen über die Ereignisse in den Orten. Und wenn ich jetzt mal Kirchdorf anschaue, wo die Kirche steht, dann sehe ich den Ort hier auf der Karte, und unten drunter
beginnt eine Tabelle sich zu entblättern, wo die Ereignisse, die vom Datenschutz freigegeben sind, sich zeigen lassen. Also hier ist jemand in Kirchdorf gestorben, gestorben, gestorben. Hier sind Personen in Kirchdorf geboren. Man sieht also sehr schön, was es hier für Einträge zu diesem Ort gibt und kann sich dann, wenn man Interesse hat, zu den einzelnen Personen vorarbeiten. Der nächste Punkt betrifft die Medienobjekte, auch eine Liste. Wenn ich also auf dem Punkt Medienobjekte stehe und keinen Suchfilter eingebe, dann kann ich hier mir mal anzeigen lassen, was ich insgesamt von außen sehe. Ich kann von außen 176 Medien sehen. Insgesamt sind es hier deutlich mehr, aber vom Datenschutz betroffen und deswegen sind es hier nur 176. Wenn ich jetzt hier filtere, kann ich sagen, also ich gehe erst nochmal runter und schaue nochmal, ob ich was anderes finde. Ja, es sind nur Bilder im Moment hier. Gucken wir mal, ob wir ein Dokument finden. Nein, das finden wir hier jetzt nicht. Wenn ich aber nach Dokumenten suchen würde, ich kann das also entsprechend filtern, kommen ein paar, aber es sind nur wenige, weil die meisten natürlich dem Datenschutz unterliegen. Ich könnte auch nach Urkunden suchen, das macht wahrscheinlich noch weniger Sinn. Da kommt keine Anzeige, aber ich kann natürlich nach Fotos suchen und da kommen natürlich wieder ein paar mehr, das sind 145. Und unter den Fotos wiederum kann ich sagen, ich will jetzt beispielsweise nur Leute sehen mit dem Nachnamen Klein. Oder überhaupt in denen das Wort Klein vorkommt. Was mich jetzt wundert, ist, dass der Herr Saladin nicht kommt. Genau, der ist nicht als Gemälde vorhanden. Der ist nicht als Foto vorhanden, der ist als Gemälde vorhanden. Und deswegen erscheint er dann, wenn er richtig gefiltert wird, auch. Also man kann sich hier einen ganz guten Überblick über die Medien im Stammbaum verschaffen, soweit man sie sehen kann. Und der letzte Punkt ist die Personenliste. Die Personenliste ist alphabetisch geordnet. Man kann also hier nach allen möglichen Nachnamen zunächst mal suchen. Ich gehe auf K für Klein. Und jetzt weiß ich natürlich nicht, wo er ist, der Herr Klein. Deswegen suche ich ihn mal kurz. Klein, genau. Hier ist also der Name Klein. Es kommt 7-mal vor. Gehe auf Klein und sehe hier wiederum die Personen, die hier betroffen sind. Und von hier aus kann ich zu dem Saladin Valentin Klein wieder wechseln. Also auch hier kann man sich über die verschiedenen Möglichkeiten orientieren, was in diesem Stammbaum alles zu finden ist. Kurz erwähnen möchte ich die häufigen Fragen. Das ist eine Seite, die ist nicht standardmäßig freigeschaltet. Die muss der Administrator anlegen. Also alle die Texte, die hier zu finden sind, sind Stammbaum individuell, sage ich mal. Die muss der Administrator von Hand anlegen und den Benutzern zur Verfügung stellen. Und die behandeln natürlich in erster Linie die Dinge, die diesen Stammbaum betreffen. Und zum Schluss gehe ich noch auf die Suche ein. Es gibt hier oben die allgemeine Suche und die gibt es hier auch im Menü. Wir haben drei verschiedene Suchen, die allgemeine Suche, die phonetische Suche und die erweiterte Suche. Die allgemeine Suche, in der kann ich nach bestimmten Namen zum Beispiel suchen. Ich suche jetzt hier mal nach dem Herrn Klein wieder. So, bei Klein kommt jetzt ein bisschen viel hoch. Da müsste ich jetzt noch ein bisschen eingrenzen, damit ich ein bisschen mehr sehe oder weniger Treffer habe, so muss ich sagen. Und dann kommt er auch wieder zum Vorschein, Saladin Valentin Klein. Es funktioniert also ganz ähnlich. Ich zeige die anderen beiden Punkte hier auch noch mal kurz. Die phonetische Suche. Die phonetische Suche hat auch Suchfelder, kann auch nach Orten suchen und es gibt Algorithmen, nach denen man suchen kann. Also man muss nicht nur exakt nach einer Schreibweise suchen können, sondern man muss auch nach dem Klang von Namen suchen können. Das leisten diese Algorithmen, die man hier zur Verfügung hat. Und zum Schluss gibt es noch eine große Suchmaske, die erweiterte Suche, in der kann ich sehr viele Details eingeben. Wenn also ein Stammbaum sehr viele Daten beinhaltet und ich relativ genau weiß, wonach ich suche, dann kann ich das eben hier auch sehr stark eingrenzen. Jawohl, das sollte es jetzt eigentlich für den Moment gewesen sein. Jetzt hatten wir uns also mit Daten und mit Oberfläche und allem beschäftigt. Als nächstes wird uns jetzt der Bernd sagen, wie wir unsere Daten gut schützen können.
sitzt nicht der Bernd, der weitermacht, das bin ich. Ah, genau. Hey Peter, Entschuldigung. Hey Peter. Kein Problem, Burkhard. Vielen Dank für deinen interessanten Einblick in die einzelnen Funktionen und die Mächtigkeit, sage ich jetzt mal, von WebTrees. Im nächsten Block möchte ich mal kurz eingehen auf das Thema Datenschutz und Datensicherheit. Datenschutz bezieht sich auf personenbezogene Daten, und zwar der Schutz dieser Daten vor Missbrauch, insbesondere den Schutz von der Daten von lebenden Personen. Der Datenschutz ist in der Datenschutzgrundverordnung rechtlich verankert, also kurz in der DVRSGO. Und WebTrees stellt durch geeignete Schutzmaßnahmen sicher, dass vertrauliche und personenbezogene Daten nicht in die Hände von Unbefugten gelangen. Die Schutzmechanismen in WebTrees basieren zum einen auf dem rollenbasierten Berechtigungskonzept für Anwender, welches Bernd Schwendinger vorher ja schon kurz vorstellte, und zum anderen auf entsprechende Konfigurationseinstellungen auf verschiedenen Ebenen. Durch das Berechtigungskonzept entscheidet gleich zu Beginn der Administrator bei der Anlage eines neuen Mitglieds oder einer neuen Person, welche Daten diese Person sehen darf, welche sie ändern darf, welche sie löschen darf. Dies ist sogar möglich in Abhängigkeit des Verwandtschaftsverhältnisses. Man kann also WebTrees zum Beispiel so konfigurieren, dass ein Mitglied, das heißt eine Person, die sich anmelden muss, nur die Daten von lebenden Personen sieht, wenn sie mit dieser Person bis zum 5. Verwandtschaftsgrad verwandt ist. Trifft diese Bedingung nicht zu, dann werden die Daten von dieser Person so behandelt, wie wenn der Benutzer oder das Mitglied sich als Besucher angemeldet hätte. Man kann in WebTrees auch auf unterschiedlichen Ebenen, also hier diese Datenschutzeinstellungen oder Datenschutzmaßnahmen vornehmen. Das gilt einmal für die gesamte WebTrees-Anwendung. Das heißt, wenn alle Stammbäume geschützt sind und nicht für Besucher zugänglich, dann wird beim Aufruf der URL gleich diese Login-Maske gezeigt. Das heißt, ein Anwender, der WebTrees aufruft, sieht nicht mal die Startseite, die wir vorhin schon gesehen haben, sondern kommt eben nur auf diese Anmeldemaske. Und erst wenn er sich dort identifiziert und entsprechend berechtigt ist, zieht er diese Daten. Wenn mindestens ein Stammbaum für Besucher freigegeben ist, erscheint natürlich dann bei einer Anmeldung die Startseite dieses Stammbaums. Aber alle anderen Stammbäume sind für den Besucher nicht sichtbar. Die nächste Ebene ist die Ebene der Datensätze. Ich kann komplette Datensätze zum Beispiel für Besucher sperren. Ich kann sagen, ein Besucher hat keinen Zugriff auf die Quellen. Das hat der Burkhard vorhin schon mal angesprochen. Nur hat der Burkhard hier einzelne Datensätze, einzelne Quellensätze entsprechend markiert. Man kann das in den Konfigurationseinstellungen auch so hinterlegen, dass das grundsätzlich für alle Quellen gilt. Damit ist eine separate Kennzeichnung auf einer Einzelquelle nicht erforderlich. Ich kann auch bestimmte Schutzmaßnahmen für ausgewählte Ereignisse oder Fakten festlegen oder umgekehrt zum Beispiel auch sagen, Besucher sehen Daten von verstorbenen Personen, die also spätestens vor 100 Jahren geboren wurden. Und von diesen Personen werden nur die Geburtsdaten und die Sterbedaten angezeigt. Alle anderen Daten sind nicht sichtbar. Also auch solche Möglichkeiten der Einstellungen bestehen. Zum Thema Datensicherheit geht es um den Schutz der Daten gegen Verlust und Manipulationen. Hier gilt von unserer Seite die Empfehlung, die WebTrees-Anwendung auf einem sicheren Server in einem deutschen oder europäischen Rechenzentrum zu betreiben. Schon einmal zur Sicherstellung von den Datenschutzaspekten, die wir vorhin angesprochen haben, wie zum Beispiel der DSGVO. Eine weitere Empfehlung ist, den Zugriff auf die WebTrees-Anwendung
über Zertifikate sicherzustellen. Das heißt, dass die Anmeldung oder der Aufruf der URL über HTTPS vonstatten geht und nicht über HTTP. Man sieht es bei Browsern auch an einem zusätzlichen Symbol, also bei meinem Browser, ich benutze jetzt hier Edge. Bei Edge ist oben ein Schlüsselsymbol neben der URL sichtbar, das eben zeigt, dass der Zugriff über HTTPS vonstatten geht und dass dahinter ein SSL-Zertifikat steht. Ebenfalls empfehlenswert sind regelmäßige Datensicherungen. Auch dies ist bei webbasierten Genealogieprogrammen notwendig, genauso im Prinzip wie auch bei desktop-betriebenen Programmen. Eine weitere Empfehlung, man sollte regelmäßig die Webseitenprotokolle sich anschauen. In den Kontrolleinstellungen von WebTrees gibt es einen Menüpunkt Webseitenprotokolle. Und dort werden alle Zugriffe mitprotokolliert. Es wird auch mitprotokolliert, wenn Datensätze geändert werden, wenn neue Datensätze angelegt werden. Und eine weitere sinnvolle Empfehlung, die vorhin schon angesprochen ist, ist die Freigabe von Änderungen durch einen Moderator. Hier besteht die Möglichkeit, dass insbesondere zur Unterstützung auch von neuen Mitgliedern, dass man die Änderungen oder die Anlagen, die diese Personen vornehmen, nochmal vor der Freigabe sich anschaut, um zum Beispiel eigene Konventionen oder Standards, die man sich für seinen Stammbaum festgelegt hat, eben sicherzustellen. Mit unter Konventionen oder Standards meine ich zum Beispiel, wie werden Quellen angelegt oder wie werden Quellen benannt? Haben wir vorhin ein Beispiel gesehen von Burkhardt. Oder zum Beispiel bei den Ortsdaten entsprechen die einem entsprechenden hierarchischen Aufbau, der sich dann eben durch den gesamten Stammbaum zieht. Dies ist dann wieder notwendig oder wichtig, wenn man zum Beispiel dann diese Daten, wie wir vorhin auch gesehen haben, in ihrer hierarchischen Struktur ansehen möchte. Soweit in Kürze zum Thema Datenschutz und Datensicherheit. In unserem Handbuch werden diese Themen noch weitaus ausführlicher beschrieben, aber ich meine, es würde den heutigen Abend und den Rahmen jetzt hier sprengen, wenn man jetzt hier auf alle Themen hier nochmal eingeht. Das trifft natürlich auch auf die anderen Themen zu, die wir also hier vorhin schon angesprochen haben oder die jetzt noch kommen. Es ist wesentlich ausführlicher alles in unserem Handbuch beschrieben und der Besuch ist auf jeden Fall, es ist wert, dort einmal vorbeizuschauen. Gut, soweit von meiner Seite. Dann übergebe ich mal an den Hermann Hartenthaler. Der wird etwas zu den Erweiterungsmodulen sagen. Ja, wir haben bisher im Wesentlichen, sage ich mal, WebTrees so gesehen, wie es ausgeliefert wird oder wie man es eben runterladen kann. WebTrees selber ist intern sehr modular aufgebaut. Modular heißt, für jede Funktion des Programmes gibt es ein eigenes Softwaremodul, was diese Funktion erbringt. Und das erlaubt es jetzt wiederum, dass auch andere Leute, also Programmierer, die gerne Funktionen ändern wollen, neue Funktionen hinzufügen wollen, in der Lage sind, neue Module für WebTrees bereitzustellen. Es gibt im Moment, ich habe vorhin mal geguckt, im Moment sind 55 verschiedene Module auch zusätzlich zu dem WebTrees-Kern installierbar, die jetzt eben entweder neue Funktionen dazu bringen, zum Beispiel eine Ortsdatenverwaltung oder eine sehr ausgefeilte Verwaltung von hierarchischen Quellstrukturen und Archiven. Man kann da so den Funktionsumfang entsprechend durch solche Zusatzerweiterungsmodule anders gestalten. Man kann aber auch, das hat Burkhardt ja vorher schon gezeigt, das Aussehen von WebTrees beeinflussen, indem man eben zusätzliche Themen erzeugt, die dann die Gestaltung, das Feeling für eine Seite entsprechend anpassen und verändern. Wenn man solche Module entwickeln möchte, sollte man sich aber schon so ein bisschen mit Programmieren natürlich auskennen. Man muss objektorientiert in PHP programmieren können. PHP ist die Programmiersprache, die verwendet wird. Man sollte sich natürlich mit Webanwendungen auskennen, also ein bisschen JavaScript und CSS-Kenntnisse sind auch notwendig, natürlich, um entsprechend
auch Bedienoberflächen dann zu gestalten. Ein Beispiel haben wir vorher schon bei Burkhard Spiegel gesehen. Das war dieses Just Light-Thema, eine sehr klare, moderne Oberfläche, die von sehr vielen Anwendern verwendet wird, von Webdrees. Es gibt verschiedene Diagramme, die im Original nicht so sehr ansehnlich sind, die aber von anderen Leuten dann eben optisch aufgepeppt worden sind und erheblich besser aussehen. Ich selber habe ein Modul programmiert, das nennt sich Großfamilie. Das ist im Prinzip, dass man zu einer Person die gesamte Großfamilie sieht. Das geht natürlich von den Urgroßeltern bis zu den Urenkeln, aber eben auch die Tanten, Onkel, die Schwägerinnen und Schwäger, die Gegenschwiegereltern, die Schwiegerkinder, die Cousins, die Neffen, die Nichten, kann man sich dort auf einer einzigen Übersicht angucken und kann dann filtern nach lebenden Personen in der Großfamilie oder entsprechend auch welche Familienmitglieder leben nicht mehr. Entsprechend eben eine Übersicht. Sowas kann man relativ einfach und schnell machen. Es gibt einen ganzen Satz von Modulen, Erweiterungsmodulen, die nennen sich Vesta-Module. Das sind Module, die unterstützen die Ortsdatensätze, die unterstützen das genealogische Ortsverzeichnis, das GOF, sodass man da eben auch nicht nur Zugriff hat, wie heißt ein Ort, wo jemand geboren ist heute, sondern wie hieß eben dieser Ort vor 200, vor 300 Jahren und in welcher Hierarchie, was weiß ich, irgendwo in Preußen, kann man dann eben die entsprechende Ortshierarchie sich aus GOF holen und hier dann zur Anzeige bringen. Das ist also sehr schön integriert, eine direkte Online-Verknüpfung mit dem genealogischen Ortsverzeichnis. Also solche Sachen gibt es in unterschiedlichster Ausprägung. Das waren jetzt ein paar Beispiele. Wenn jemand genauer die ganze Liste sich angucken will, hier in den Präsentationen ist ein Link drin. Es gibt unter dem Bereich Systemadministrator eine Liste aller Erweiterungsmodule, weil also installieren muss ein Erweiterungsmodul natürlich der Systemadministrator, der Webmaster. Und dann kann er dort wieder festlegen, wer darf dieses Modul sehen, wer darf welche Funktionen davon genau nutzen. Und das ist entsprechend genau wie bei den Kernfunktionen von WebDrees eigentlich auch. Wenn man WebDrees verwenden möchte, ist es, denke ich, sehr einfach, der Zugang. Dadurch, dass eben über 50 Sprachen angeboten werden, dass man von jedem Endgerät mit einem Browser, mit jedem beliebigen Browser drauf zugreifen kann. Die Oberfläche haben wir ja vorher alle gesehen, ist relativ einfach und klar. Aber natürlich hat WebDrees so viele Funktionen, dass es auch für Nutzer durchaus einiger Einarbeitung bedarf, bis man so wirklich alles erkannt hat, was es an Funktionen gibt. Da kann man natürlich auch durch diese FAQ-Listen zum Beispiel Hilfestellung geben und darauf hinweisen, was bei der Nutzung besonders schnell den Zugang ermöglicht. Es ist auch ganz gut, wenn man sich mit dem GetCom-Standard gut auskennt. WebDrees selber hält sich sehr eng an den Standard, unterstützt natürlich auch viele GetCom-Dialekte, aber wenn man weiß, was im Standard geht und was nicht geht, wird man eben auch relativ schnell verstehen, warum WebDrees das ein oder andere so und nicht anders anbietet. Das hat natürlich aber auch den Vorteil, dass man eben auch sehr leicht Daten mit anderen Programmen austauschen kann, exportieren, importieren von Daten, ist also sehr stabil und WebDrees ist ein sehr freundliches Programm und verzeiht sehr viele Fehler und kann dann trotzdem noch irgendwie was Vernünftiges draus anzeigen. Wenn man WebDrees installieren und betreiben möchte, ist es allerdings durchaus ein bisschen anspruchsvoller. Man muss schon sich mit Web-Server-Technik ein bisschen beschäftigen. Im Handbuch gibt es einige Hinweise darauf, wie man, welche Punkte man da zu beachten hat. Man muss natürlich zum Beispiel, Peter Schulz hat es vorher gesagt, zum Beispiel, wenn man eine sichere Serverinfrastruktur haben möchte, muss man Zertifikate hochladen, man muss sich eine Webdomäne anmieten, man muss sich einen Server anmieten, etliche Dokumente,
die man dafür braucht, sind vielleicht nur in englischer Sprache verfügbar. Unser deutsches Handbuch hat natürlich aber jetzt geholfen, dass man einen sehr großen Teil der Informationen auch in Deutsch direkt zugänglich hat. Und man muss sicherlich ein paar Stunden sich einarbeiten, dass man Webdrehs zum Laufen bekommt. Wenn man Webdrehs schon mal installiert hat und das zum zweiten, dritten, vierten Mal macht, kann man Webdrehs innerhalb von einer halben Stunde eine neue Instanz aufsetzen. Wenn man beim ersten Mal sich damit beschäftigt, muss man vielleicht schon eher ein Wochenende reservieren, wo man ein bisschen da sich reinfuchst. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Man kann einen Webserver, so wie vorher erzählt, im Internet mieten, also eine gehostete Lösung. Man kann das aber natürlich auch so, wie der Bernd Schwendinger das vorher erzählt hat, machen, dass man einen alten Rechner zu Hause zum Beispiel zum Server macht. Oder man kann ein Netzlaufwerk auch zum Server machen und Webdrehs darauf installieren. Das geht auch. Man kann aber auch natürlich sich auch an einen spezialisierten Anbieter wenden. Und der Peter Schulz hat ja vorher gesagt, er bietet solche Dienste auch an. Der Greg Roach zum Beispiel, der Chefentwickler von Webdrehs, bietet auch solche Dienste an, dass man komplette Webdrehs-Installation mietet. Das heißt, da ist dann alles schon installiert, da werden die Backups automatisch gemacht. Das ist natürlich für Leute, die sich jetzt mit der Servertechnik eben nicht so beschäftigen wollen, die Möglichkeit, wie man dennoch mit Webdrehs dann ganz gut arbeiten kann, weil man dann eben nur noch als Nutzer im Prinzip, als Anwender da ist und die ganzen Serverfunktionsgeschichten und im Hintergrund alles, was da notwendig ist, einem abgenommen wird. Davon hängen natürlich jetzt auch die Kosten ab. So wie der Bernd Schwendinger das macht, liegt dann natürlich bei Kosten von null. Er hat den alten Rechner schon bei sich zu Hause stehen. Da wird nichts extra fällig. Etliche Hoster haben Angebote von einigen wenigen Euro im Monat. Wenn man so ein spezialisiertes Angebot haben will, liegt man sicherlich bei über 10 Euro pro Monat. Und man muss, wenn man jetzt nicht so ein spezialisiertes Angebot hat, auch natürlich sich um Backup kümmern. Man muss eine neue Version ab und zu mal aktivieren oder Zusatzmodule installieren oder deinstallieren. Also so ein paar Stunden im Monat kann schon sein, dass man an Zeit braucht. Jetzt nochmal kurz, wie läuft eigentlich so eine Installation ab? Wir können es natürlich heute jetzt hier nicht im Beispiel machen, das wäre tatsächlich zu viel. Ich muss natürlich als erstes mal die Systemvoraussetzungen schaffen. Das heißt, ich muss einen Server anmieten, ich muss die Zertifikate hochladen, ich muss gucken, dass ich auf dem Server ein Verzeichnis anlege, ich muss die PHP-Version einstellen, ich muss eine Datenbank anlegen, muss dann Nutzer vergeben und eventuell sogar die Internetanbindung noch freigeben, wenn das nicht der Hoster schon gemacht hat. Dann habe ich die Voraussetzung. Dann lade ich mir die Programmdateien von Webdrehs runter. Das sind so etwa 30, 40 Megabyte, also gar nicht mal so viel. Pack die auf ein Verzeichnis auf dem Server und starte dann zum ersten Mal Webdrehs. Und dann kommt automatisch ein Konfigurationsassistent hoch, der mich schrittweise durch die Ersteinrichtung führt, also die Datenbankverbindung herstellt, die Grundkonfigurationen vornimmt. Das ist dann aber schon eben eine geführte Geschichte. Dann habe ich Webdrehs aktiv, dann kann ich die Installation testen, kann GetCom-Testdateien hochladen, alles mal ausprobieren, kann eventuell Erweiterungsmodule installieren, die ich gerne noch hätte. Und dann lege ich die Nutzer an und lade dann praktisch die ersten Familienmitglieder zum Beispiel ein, mit mir zusammen entsprechend an dem Stammbaum zum Arbeiten. Und da übergebe ich jetzt wiederum an den Burkhard, der jetzt noch ein bisschen erzählt, wie solche Zusammenarbeit dann vielleicht laufen könnte. Webdrehs hat auf seiner Webseite den schönen Satz stehen, Webdrehs is the leading online collaborative genealogy application. Das ist natürlich so ein bisschen vom angloamerikanischen Marketing-Slang die Vorgabe. Ich habe es nicht ganz so mit diesen etwas übertriebenen Formulierungen, aber
Fakt ist schon, dass WebTrees eine ganze Reihe von Möglichkeiten bietet. Wir haben schon darüber gesprochen. Es gibt einerseits die Möglichkeit, als Einzelforscher zu arbeiten. Das kann man mit dem Server zu Hause machen. Das kann man natürlich auch, wenn der Server im Internet steht, alleine machen. Es gibt die Möglichkeit, dass mehrere Forscher an ihren Bäumen gemeinsam arbeiten, insbesondere in Familienverbänden oder in größeren Familienstrukturen ist es häufig der Fall, dass die Leute zusammenarbeiten. Da kommen dann auch solche Plattformen wie Ancestry oder MyHeritage in Frage. Allerdings hat man dann, wie gesagt, die Hoheit nicht über die Daten. Die liegen dann auf Servern in fremden Ländern und sind unter fremder Kontrolle. Und es gibt natürlich auch schon erwähnt, die Weltbäume, so wie bei Genie oder bei FamilySearch, FamilyTree, WikiTree, da gibt es verschiedene Beispiele im Internet. Alles Möglichkeiten, wie man arbeiten kann, also vom Einzelforscher bis zum Weltbaum ist alles denkbar. Und das Schöne ist, all diese Möglichkeiten sind mit WebTrees auch abbildbar. Ich bin nicht ganz sicher. Ich glaube, da gibt es auch noch keinen Beweis dafür, dass WebTrees einen Weltbaum halten könnte. Aber am Ende des Tages ist es wahrscheinlich nur eine Frage der Servermöglichkeiten, der Serverressourcen, die zur Verfügung gestellt werden, der Maschinen, die dahinter stehen, der Datenbanken, der Plattengrößen, wie groß so ein Baum werden kann. Natürlich auch die Netzwerkanbindung muss stimmen, wenn viele Verbindungen auf solche Server gebaut werden, dann ist es natürlich wichtig, dass die Netzwerkverbindungen auch stimmen. Also ich denke, man kann mit WebTrees vieles machen. Wie WebTrees im Einzelnen eingesetzt wird, ist dann am Ende abhängig von den Forschern, von den Personen, die diese Seiten betreiben. In Bezug auf WebTrees bedeutet das, dass man sich natürlich auch ein paar Dinge überlegen muss. Einerseits, wir haben es schon gehört, die Rechtevergabe, die Rollen so zu vergeben, dass keine Daten ungewollt verändert werden, dass niemand in Bereiche reinschreiben kann, in die er nicht reinschreiben soll. Das ist zu regeln. Man kann, auch das haben wir schon gehört, den näheren Bereich derjenigen, die an dem Baum arbeiten, so beschränken, dass sie nur auf Familienangehörige in Stufen zwischen 1 bis 10 Ebenen zugreifen können. Weiter können sie dann einfach in den Baum nicht rein. Auch das kann man machen bei kleineren Bäumen, wo man die Leute alle kennt, mit denen man arbeitet, kann man das natürlich völlig freigeben. Das ist am Ende abhängig von dem Vertrauensverhältnis, was man zueinander hat. Ganz wichtig, auch schon gehört, dass die Hoheit der Daten geschützt sein muss, insbesondere für die noch lebenden Personen. Auch das muss richtig eingestellt sein. Und last but not least, wenn man zusammenarbeitet, ist ganz wesentlich, dass man sich einen Gestaltungsleitfaden gibt. Der Gestaltungsleitfaden muss beinhalten, wie beispielsweise Dokumente, wie beispielsweise Urkunden benannt werden, damit es eine gewisse Struktur gibt. Wenn das jeder macht, wie er denkt, findet man am Ende, wenn es ein paar Tausend sind, nichts mehr wieder, auch wenn man schöne Suchmechanismen hat. Dasselbe gilt für Quellen. Auch Quellen müssen so möglichst einheitlich angelegt werden. Die Nomenklatur, die man sich da gibt, ist wichtig, denn nur mit der kann man nachher richtig suchen, kann richtig arbeiten, findet seine Dokumente wieder und hat die Sicherheit, dass dann der Baum auch nach was aussieht. Wenn nämlich, wie gesagt, jeder macht, was er will, sieht der Baum auch entsprechend aus. Also das ist wichtig, dass man sich einen solchen Gestaltungsleitfaden überlegt. Der darf ruhig auch wachsen. Da muss man nicht gleich von Anfang an alles richtig gemacht haben und alles wissen. Unter Umständen muss man dann vielleicht noch mal ein paar Dokumente umbenennen. Aber es ist wichtig, dass man an so einem Gestaltungsleitfaden arbeitet und den immer aktuell hält, damit man eine klare Richtlinie hat, wie Forscher in so einem Baum zusammenarbeiten. Zum Schluss kommt es noch natürlich auf die Möglichkeiten zur Datenbereitstellung an. Wo kommen denn eigentlich die Daten her? Es gibt natürlich einerseits die Archive, mit denen wir arbeiten, aber es kommen natürlich Daten auch von Familienmitgliedern. Es kommen Daten über Seitenäste. Es kommen Daten über Dritte an uns heran. Es können Daten auch von Forschern herankommen, die Ortsfamilienbücher entwickelt haben. Auch Ortsfamilienbücher sind eine sehr große Hilfe, um in seinem Stammbaum voranzukommen. Da arbeitet man auch sehr gerne mit entsprechenden Forschern zusammen. Das hängt, wie gesagt, davon ab, ob es für den Ort, an dem man forscht, oder die Familien, an denen man forscht, solche Ortsfamilienbücher schon gibt.
Auch Friedhofsdokumentationen, beispielsweise Find a Grave oder andere, sind eine gute Quelle. Auch da gibt es Leute, die entsprechend Bilder ins Internet stellen, die man kontaktieren kann, mit denen man in Kontakt treten kann. Und natürlich, wenn man Glück hat, finden auch andere Forscher die Seiten und kontaktieren einen, weil sie Daten gefunden haben, die zu Personen auf der eigenen Seite passen. Auch das habe ich schon erlebt und es ist eine sehr hübsche Ergänzung, wenn man von dritter Seite, die man bisher gar nicht kannte, auf einmal Daten zur Verfügung gestellt bekommt. Und last but not least kommen natürlich Forum und Vereine auch ins Spiel. Das Forum von WebTrees ist eine ganz tolle Sache. Da finden sich die ganzen Interessierten, einige Laien natürlich auch, neue immer wieder mal zusammen und versuchen die Probleme, die sie haben mit WebTrees, egal ob bei der Installation, beim Betrieb, nach Updates, bei Fehlermeldungen und so weiter zu diskutieren und zu lösen. Das ist eine ganz tolle Sache. Das Forum ist sehr aktiv. Das ist eine sehr große Hilfe, wenn man mit WebTrees arbeitet, sich im Forum entsprechend zurechtzufinden. Das meiste davon findet in Englisch statt. Aber die Forumsmitglieder, viele davon sind bereit, wenn in fremden Sprachen geschrieben wird, eben entsprechende Übersetzerprogramme zu benutzen und die Daten dann auch zu dechiffrieren und entsprechend zu bearbeiten. Meistens ist die Antwort dann in Englisch, aber zumindest gibt es da eine große Community, die miteinander arbeitet. Und auch hier, wir haben schon drüber gesprochen, haben wir einen Verein, der sehr aktiv ist. Und auch in diesem Verein haben wir natürlich uns zusammengefunden zu diesem Team, das das Deutsche Handbuch erstellt hat und das Deutsche Handbuch im Rahmen des letzten halben Jahres online gebracht hat mit sehr vielen verschiedenen Seiten. Ich glaube, wir sind bei über 130 Seiten so ungefähr, oder? Ja. Also wenn man es drucken würde, wären es 350 schon. Ja gut, im Druck, aber im genau. Online ist es ein bisschen weniger. Genau. Online sind es etwa 36 Seiten mit über 700 Abschnitten. Ich möchte jetzt zum Abschluss hier noch schnell auf zwei Seiten eingehen. Das hier ist das Kapitel 10, das geht hier um die Nutzererfahrungen. Bei den Nutzererfahrungen haben wir im oberen Bereich diesen Punkt Zusammenarbeit mehrerer Ahnenforscher untergebracht. Da geht es eben um genau das, was ich gerade gesagt habe. Das Modell der Familienforschung vom Einzelkämpfer bis zum Weltbaum. Das hier sind entsprechende Punkte. Im Kapitel 11 haben wir zum Thema genealogischer Prozess etwas gesagt. Hier auch das Thema individuelle Ahnen- und Familienforschung im Gegensatz zur kooperativen Ahnen- und Familienforschung. Und auch die Weltfamilienbäume hier noch aufgelistet. Also das sind Punkte, die kann man hier nochmal im Detail etwas besser nachlesen. Und zum Abschluss möchte ich noch ein Beispiel bringen von WebTrees. Das Ganze hier ist das Familienbuch Eichsfeld. Ist eine geografische Region, die liegt südöstlich vom Harz. Und im Eichsfeld wiederum gibt es eine ganze Reihe kleiner Gemeinden mit Kirchen und Kirchenbüchern. Und die haben sich zum Ziel gesetzt, diese verschiedenen Kirchenbücher als Ortsfamilienbücher online zu stellen. Deswegen gibt es auf dieser Seite hier einiges an Stammbäumen, die wir sehen. Es gibt einmal das Familienbuch Eichsfeld selber, das ist auch die Landeseite, auf der wir hier sind. Es gibt dann den Ort Berlingerode, um mal nur ein Beispiel zu nennen hier. Da gibt es dann die Beispiele der häufigsten Familiennamen. Hier unten ist der Forscher, mit dem man Kontakt aufnehmen kann. Ich gehe auf eine andere Seite, nehmen wir mal Faulungen. Auch hier gibt es wieder eine Landeseite zu dem Baum, ein paar Familiennamen. Auch hier gibt es den Forscher dazu. Auch eine ganz interessante Sache, wie man mit WebTrees arbeiten kann. Ein gutes Beispiel für die Zusammenarbeit von Forschern. Und damit wollen wir es jetzt auch bewenden lassen und geben unsere Präsentation im Moment erstmal zurück an den Moderator Bernhard. Das sage ich mal schönen Dank. Ich hoffe, alle leben noch, die hier gefolgt sind. Es war ja sehr kompakt, euer Vortrag, sehr viel an Wissen rübergekommen. Spannend fand ich, dass ihr von eurem Produkt, dieses deutsche Handbuch, höchst selten gesprochen habt, sondern immer in das praktische Beispiel gegangen seid, wo es ging. So stellen wir uns bei CompGen Kollaboration vor. Mehrere Menschen arbeiten an einem Thema. Ich habe auch gemerkt, euer
eure Zielstellungen sind durchaus unterschiedlich, aber das gemeinsame Ziel und der gemeinsame Objekt Web3s hat euch innerhalb eines halben Jahres zu dieser tollen Leistung befähigt. Also nochmal schönen Dank für diese Teamleistung. Ja, das war einfach eine Teamleistung. Toll gemacht.